Ayurveda ist noch, weil er ja die medizinische Dimension stärker hat, er ist noch mehr sozusagen auf diesem Boden der Tatsachen. Da geht es eben auch um die Körperlichkeit, da geht es um den Alltag, da geht es um Gewohnheiten und so weiter. Das ist erstmal sozusagen die Grundidee des Ayurveda. Also ganz genaue, tiefgehende Beobachtung, dann zurückführen auf die Grundeigenschaften und Grundprinzipien und dann sozusagen eine Interpretation und Deutung dieser Symptome. Und das ist ja auch eine ganzheitliche Sicht. Die Symptome sind ja eigentlich nicht das, was wir wegbekommen wollen, sondern sie sind eine Signallampe. Sie zeigen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und deswegen ist es sinnvoll, sich mit diesen Symptomen konstruktiv auseinanderzusetzen. Dieser Stress hat auch etwas zu tun mit dem, was im Ayurveda als die sogenannte Zeitkrankheit betrachtet wird. Es ist spannend, dass es das schon vor 2500 Jahren gab. Das ist ein Themenbereich, mit dem wir uns beschäftigen können. Aber zu diesen Stressoren, die uns belasten im Beruf, in der Familie, in den Doppelbelastungen und so weiter, kommen eben diese seelischen Stressoren und Verletzungen dazu. Um es vielleicht noch mal ganz klar zu sagen, die Wurzel von Krankheit ist letzten Endes erstmal eine Wahrnehmungsstörung. Ich schätze eine Situation nicht mehr angemessen ein. Also Stress ist also ein subjektives Phänomen. Und wenn ich eine Situation falsch einschätze, dann komme ich auf der Basis dieser falschen Einschätzung zu einer falschen Entscheidung. Und von der falschen Entscheidung komme ich zu falschen Handlungen und von falschen Handlungen komme ich zu falschen Gewohnheiten und von falschen Gewohnheiten komme ich zur Krankheit. Und die spannende und positive Botschaft, die der Ayurveda hat, ist eben, wir müssen uns, um gesünder zu leben, nicht quälen. Das Ziel einer ayurvedischen Ernährungsberatung, und da gehe ich eben auch einen ganz anderen Weg als traditionell, ich verbiete nicht den Leuten etwas, sondern ich versuche mehr Vielfalt hineinzubringen. Und das Entscheidende am Yoga, um das vielleicht nochmal kurz zu sagen, ist aus meiner Sicht immer die Kombination von Achtsamkeit und körperlicher Übung. Weil dadurch wird es zu einem geistigen Prozess. Die neueren Forschungen zeigen ja, dass man nach 6 Wochen Üben schon Veränderungen im Gehirn waren.